Ich stehe jetzt hier vor dem Schlosskeller in Pforzheim. Hier drin feiert die CDU den Ausgang der Bundestagswahl. Ich schaue mir jetzt mal an, wie hier drin die Stimmung ist. Herr Kriechbaum, wie fühlen Sie sich denn jetzt heute an dem Abend? Also es ist natürlich ein sensationeller Erfolg für die CDU im Bund, aber vor allem auch hier bei uns in Pforzheim und im Enzkreis. Also die Hochrechnungen, die tröpfeln jetzt so mehr oder weniger ein, auch für unsere Region. Und so wie es aussieht, auch bei den Erststimmen haben wir so ungefähr 49%, mehr oder weniger. Sensationell, ich bin hochzufrieden. Und es war eine starke Mannschaftsleistung, auch hier vom ganzen Team. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie so erfolgreich abschneiden werden? Ich selber bin da überwältigt. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich hätte ehrlich gesagt auch damit gerechnet, dass die FDP in den Bundestag einziehen wird. Danach sieht es augenblicklich nicht aus. Jetzt wollen wir mal schauen. Es bleibt ein spannender Abend und wird mit Sicherheit auch eine lange Nacht. Frau Schmidt, was sagen Sie denn zum Ausgang der Wahl? Super Ergebnis. Wir sind total happy und glücklich und stolz. Und es hat sich gezeigt, dass ein engagierter Wahlkampf auch zum Erfolg geführt hat. Haben Sie damit gerechnet, dass es so ausgehen würde? Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut für uns ausgeht. Was denken Sie, was die Gründe dafür sind? Also ich glaube, dass viele Menschen kapiert haben, was für einen super Job Angela Merkel geleistet hat die ganze Zeit und dass sich viel im Wahlkampf auch auf sie fokussiert hat. Das ist keine Frage. Und aus meiner Sicht gab es auch deutliche Unterscheidungsmerkmale zwischen den Parteien und die CDU hat sich durchgesetzt. Und wie werden Sie jetzt den restlichen Abend verbringen? Wir werden feiern. Herr Kutscher, was sagen Sie denn zum Ausgang der Bundestagswahl? Wenn es so bleibt, wie es im Moment aussieht, kann ich nur sagen, absolut traumhaft. Mit dem hätte mal ich gerechnet. Was denken Sie, woran das liegen könnte? Ja gut, in erster Linie der gute politische Arbeit von der Frau Merkel. Sicherlich und dann von der gesamten CDU. Es hat sich jetzt über Jahre rauskristallisiert, dass es die richtige auch Europapolitik ist. Und das vergessen sehr viele. Nämlich Deutschland kann ohne Europa einfach nicht leben. Und die Frau Merkel hat es erkannt. Und die Stimmung ist gut hier, oder? Im Schlosskeller? Ich habe es jetzt nicht richtig verstanden. Die Stimmung ist gut hier im Schlosskeller? Wenn sie heute nicht gut ist, dann weiß ich nicht, was wir machen müssen, dass sie gut wird. Natürlich sehr gut. Okay. Gunter Kriechbaum hat natürlich tolle Arbeit gemacht für uns Pforzheimer. Vielen Dank. Herr Uhlig, was sagen Sie denn zum Ausgang der Wahl? Gut, also für die CDU ist es natürlich ein tolles Ergebnis und die FDP muss sich jetzt fragen, woran es gelegen hat, dass sie nicht mehr im Bundestag vertreten ist. Aber besonders interessiert mich natürlich, wie es hier in Pforzheim lief. Und das Erfreulichste ist der Umstand, dass die Wahlbeteiligung leicht angestiegen ist auf gut 65%. Und das ist schon mal schön. Und auch hier hat die CDU mit großem Abstand die Nase vorn, speziell der Herr Kriechbaum als Kandidat der CDU. Mit wie großem Abstand? Der Herr Kriechbaum hat knapp 49% und die Frau Mast etwas über 23%. Also es ist schon ein deutlicher Abstand. Okay, und wie werden Sie jetzt den Abend verbringen? Ja gut, ich gehe jetzt zur CDU. Ich habe hier die Endergebnisse in der Hand für Pforzheim. Für den Enzkreis kann ich ja nichts sagen. Und dann werden wir mal schauen, wie es sich noch weiterentwickelt. Aber ich glaube, da wird man gute Stimmung sein. Okay. Danke, Herr Uhlig. Bitte schön. Wir sind jetzt hier in der Geschäftsstelle der SPD in der Goethestraße in Pforzheim und schauen uns mal an, wie hier drin die Stimmung ist. Was sagen Sie denn zum Ausgang der Wahl? Wir hätten uns mehr erhofft. Wir müssen es jetzt so hinnehmen, wie es die Wähler gewählt haben. Die wollten offensichtlich Frau Merkel haben. Und wir haben gekämpft, wir haben alles gegeben und mehr ging nicht. Und was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Das wissen wir auch noch nicht. Also es wird sich jetzt in den nächsten Tagen sicherlich zeigen. Wir werden da auch drüber sprechen müssen. Also das ist jetzt doch ein großer Wechsel. Also dass man über absolute Mehrheiten spricht, hatten wir nicht erwartet. Wir werden uns neu aufstellen. Okay. Vielen Dank. Wir sind jetzt hier im Restaurant Goldener Bock in Pforzheim. Hier trifft sich die FDP, um über den Ausgang der Bundestagswahl zu reden. Wir schauen uns jetzt mal an, wie die Stimmung hier drin ist. Herr Schneider, was sagen Sie denn zum Ausgang der Bundestagswahl? Ja, natürlich ist es für mich als Mitglied in der FDP bitter zu erleben, dass die FDP den Wiedereinzug in den Bundestag nicht geschafft hat. Hätten Sie damit gerechnet? Hatten Sie das befürchtet? Also ich bin fest davon ausgegangen, dass die FDP natürlich wieder im Bundestag vertreten sein wird und die Koalition mit der CDU fortsetzen kann. Was werden Sie jetzt die nächsten Tage tun? Ja, ich bin jetzt hier nicht gefragt. Ich bin nicht Abgeordneter in Berlin.
bin auch nicht Abgeordneter im Land, sondern ich werde jetzt schauen und mitarbeiten wollen, dass die FDP sich auch wieder gut aufstellen kann für die Zukunft. Was sagen Sie denn zum Abschneiden der FDP? Ja, desaströses Abschneiden, kein guter Abend. Der politisch organisierte Liberalismus hat einen krassen Rückschlag erlebt und daraus müssen Konsequenzen gezogen werden auf allen Ebenen. Wie könnten die zum Beispiel aussehen? Personeller Umbruch, inhaltlicher Umbruch, Neuausrichtung, endlich klassisch liberale Themen ansprechen, das könnte es sein. Herr Schweigert, jetzt ist schon einige Zeit vergangen, wie geht es Ihnen denn jetzt? Ja, wir verdauen gerade eine krachende Niederlage für die FDP, da gibt es nichts dran zu rütteln. Wir haben hier noch in Relation zu anderen Wahlkreisen ein ganz ordentliches Ergebnis, aber konnten uns natürlich auch nicht gegen diesen Bundestrend sperren. Und von daher bin ich morgen in Berlin und in Stuttgart. Wir haben ja morgen Landesvorstand, morgen Abend, morgen Vormittag in Berlin und da werden wir die Konsequenzen sehen müssen. Wir sind jetzt hier im Büro der Grünen in der Pforzheimer Nordstadt. Bei mir ist Mehmet Kilic, der Bundestagsabgeordnete. Herr Kilic, jetzt sind ein paar Stunden vergangen zum Wahlausgang. Wie sehen Sie denn den Wahlausgang jetzt? Also natürlich für unsere Partei nicht so gut, aber wie gesagt, wir haben eine nüchterne Bilanz gezogen. Wir freuen uns, dass wir jedes Mal in Pforzheim und Enzkreis unsere Stimmanteile ausbauen könnten. Wir liegen diesmal sogar auch über Bundesdurchschnitt in Pforzheim und Enzkreis. Für einen konservativen Kreis ist es doch ein ordentliches Ergebnis. Das zeigt, dass wir hier einen sehr engagierten Wahlkampf geliefert haben. Und unsere Leute sind weiterhin sehr motiviert, dass wir in 4 Jahren unsere Ergebnisse verdoppeln. Vielen Dank, Herr Kilic. Was sagen Sie denn zum Ausgang der Wahl? Also persönlich sehr ernüchternd. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Das Bundesergebnis von den Grünen ist deutlich unter unseren Erwartungen. Also zweistellig hatten wir doch gedacht. Und dass wir jetzt keinen grünen Abgeordneten mehr in Berlin haben, vor allem nicht so einen tollen Abgeordneten, wie wir hatten, das ist sehr bedauerlich. Während die einen noch feiern, beginnen die anderen schon mit der Analyse der Fehler. Für uns endet die Tour durch die Pforzheimer Wahlpartys. Ich verabschiede mich.